Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C-Sharp programmieren wir. Und zwar haben wir das letzte Mal ja über Schleifen gesprochen und so weiter. Und heute wollen wir über sogenannte Sprungbedingungen oder Sprünge sprechen. Es gibt zwei Sachen, die ich sage, okay, das ist wert, okay, zu erwähnen. Und eine Sache, die werde ich wirklich nur erwähnen. Aber die lassen wir nachher gut sein. Also wir haben ja eine Schleife. Das war das Programm vom letzten Mal. Momentan ist gleich 0. Zähle ich hoch. Also wenn man das übersetzt, bekommt man wieder die Eingabeaufforderung, bitte um einen Endwert. Und dann zählt das Ding bis zu diesem Endwert. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter bis 11. Gut. So hat das ausgesehen. Ja, mit der Vorschleife, momentan wird es 0, kleiner Endwert, machen wir halt kleiner gleich Endwert, dann zählt es auch wirklich bis dorthin. Und jetzt werde ich das ein bisschen abändern. Ja. Ich werde schreiben, ich bin jetzt bei momentan Wert. Ja. Und dann schreibe ich if Momentanwert, Prozent 2, also dividiert Rest von der Division durch 2, wenn der 0 ist, dann ist es eine gerade Zahl. Ja, dann mache ich console.writeline das ist gerade. So, also jetzt schreibe ich jedes Mal, das ist gerade. Ja? Schauen wir mal an, wie das ausschaut. Dann haben wir, bitte mein Wert, 15, ja? 0 ist gerade, ich bin jetzt bei 1, das steht in einer Zeile, ich bin jetzt bei 1, ich bin jetzt bei 2, das ist gerade, ich bin jetzt bei 3, ich bin jetzt bei 4, das ist gerade. Okay, aha, ich möchte aber auch, dass da steht, das ist ungerade. Also ich schreibe jetzt da drunter hin, ohne else. Ja, natürlich könnten wir hier ein else machen, aber console.writeline, ja, das ist ungerade. Ja, schauen wir uns das auch noch einmal an. Ja, das ist ungerade. Wie schaut das jetzt aus? 15 wieder. Aha, ich bin jetzt bei 0, das ist gerade, das ist ungerade. Ich bin jetzt bei 1, das ist ungerade. Ich bin jetzt bei 2, das ist gerade. Okay. Aber was mich jetzt stört, ist, dass das ist ungerade auch immer wieder ausgegeben wird. Okay, das wird also immer wieder auch das ist ungerade dazu ausgegeben. Ist ja auch logisch, weil nur wenn gerade ist, kommen wir hier rein, schreiben hin, das ist gerade. Und dann rennst du weiter und das ist ungerade. Ja? Wenn ich hier drinnen bin, dann kann ich sagen, continue, okay? Continue ist das Schlüsselwort, um das es eigentlich in diesem Video geht. Ja? Continue bedeutet, mach weiter mit der Schleife. Brich die momentane Iteration, die momentane Stufe der Schleife jetzt bitte ab und mach mit dem nächsten Schleifendurchlauf weiter. Ja? Also bitte diesen Durchlauf der Schleife beenden. Schauen wir uns das jetzt noch einmal an. Ja? Wie sieht das aus? Bitte meinen Endwert 15, 0, das ist gerade, 1, das ist ungerade, 2, das ist gerade, 3, das ist ungerade. Jetzt schaut das vernünftig aus. Ja? Warum schaut das jetzt vernünftig aus? Weil, wenn das jetzt gerade ist, ja, dann kommen wir hier rein, schreiben, das ist gerade und sagen noch ein Continue, das heißt, Schleife, ich bin fertig mit der Schleife. Nächster Wert, da nach oben springen, ja, da her und nächster Wert und gehen wir, geht schon weiter. Ja. Und wenn das nicht gerade ist, dann kommen wir hier nicht rein, machen also hier weiter, schreiben, das ist ungerade und kommen erst wieder darauf. Ja. Also das wäre praktisch der Befehl Continue. Continue bricht den momentanen Durchlauf der Schleife ab,
und macht mit dem nächsten Durchlauf der Schleife weiter. Wertet das oben aus wieder, genauso wie es gehört. Funktioniert in Vorschleifen, wie wir sehen, funktioniert in Weilschleifen, funktioniert. Okay? Das ist also Continue. Das nächste Mal werden wir über das Break-Statement sprechen. Das haben wir schon einmal gehört, aber mit einem Break-Statement kann man auch eine Schleife abbrechen, aber anders wie mit Continue. Ja, was das Break-Statement macht, werden wir im nächsten Video uns ansehen. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.